Ray? Ist gut, Junge. Ich habe dich falsch eingeschätzt und es tut mir aufrichtig leid. Der Herr steht auf deiner Seite. Du wärst sonst schon lange nicht mehr am Leben. Sie haben Molly. Das ist meine Schuld. Aber das werde ich wieder gut machen. Versteck dich. Ich will helfen. Nein, ich muss mit denen ganz alleine fertig werden. Ich muss alleine Vergebung für meine Arroganz finden. Bring dich in Sicherheit. Gott hat mir aufgetragen, dieses Mädchen zu retten und diejenigen zu bestrafen, die es gefangen halten. Und wenn sie ihr Zeugnis abgelegt haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen einen Streit halten und wird sie überwinden und wird sie töten. Was hast du hier zu suchen? Ich bin die rechte Hand des Herrn und wurde gesendet, um euch in die Hölle zu schicken. Das haben schon viele versucht, Padre. Aber wie du siehst, bin ich immer noch am Leben. Glaubst du wirklich, du kannst Juarez aus dem Weg räumen? Juarez, du bist der Mann, der meinen Bruder auf dem Gewissen hat. Dein Bruder hat mir meine Frau weggenommen, Padre. Er hat es nicht anders gewollt. Und jetzt bist du es, der mir mein Eigentum entreißen will. Das wird wohl nichts, Cabron. Es ist an der Zeit, dass du das Zeitliche segnest. Thank you.
glaubst wohl, dass du gewonnen hast? Niemals, Priester. Ich habe immer noch das Mädchen. Wenn ich von dir oder dem Jungen das Gold nicht kriege, wird dieses Mädchen eines qualvollen und langsamen Todes sterben. Wir werden sie foltern und bei lebendigem Leibe verbrennen. Hast du gehört, Padre? Das Gold für das Mädchen. Ihr habt Zeit bis Sonnenuntergang.